Hallo. Verzeiht, ich wollte euch nicht warten lassen. Keine Sorge, wir haben uns gerade erst hier getroffen. Darf ich vorstellen? Das ist Grile aus Charlian. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Die Kriegerin des Lichts, nicht wahr? Ich spüre die gewaltige Kraft, die in dir ruht. Es ist mir eine Ehre. Alfino, wie schön, dich wiederzusehen. Kann es sein, dass du in der Zwischenzeit sogar ein, zwei Ilme gewachsen bist? Ja. Krile und ich kennen uns von der Magieakademie in Charlian. Sie war in einem höheren Semester und hat sich ab und an um mich gekümmert. Ab und an? Ständig, wolltest du wohl sagen. Trotz deiner Begabung warst du mit deinen 11 Lenzen ja noch ein Kind, wenn ich dich nicht unter meine Fittiche genommen hätte. Wollt ihr wissen, wie er sich am ersten Tag bei den älteren Studenten vorgestellt hat? Nicht doch, Krile. Das sind doch alte Geschichten. Aha, ist dir das etwa peinlich? Keineswegs. Doch lass uns nicht länger über die Vergangenheit reden. Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Bitte, Krile. Zumindest hast du auf deinen Reisen gelernt, dich halbwegs gewählt auszudrücken. Du klingst fast so, als hättest du Respekt vor mir. Na schön. Ich bin nicht gekommen, um den armen Alfino in Bedrängnis zu bringen, sondern um nach den vermissten Mitgliedern des Bundes der Morgenröte zu suchen. Hast du etwa schon eine Spur? Nicht direkt, aber Tataru hat mir viel über das Verschwinden eurer Gefährten erzählt. Und ich kenne eine Methode, mit der ich zumindest einen von ihnen zu finden hoffe. Nämlich Tankrit, der durch Ishtolas antiken Teleportzauber entkam, doch seither verschollen ist. Ihn müsste ich aufspüren können. Tatsächlich? Ja, vorausgesetzt Matoya leiht mir ihr Kristallauge. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Das besprechen wir am besten direkt mit Matoya in ihrer Höhle.